Herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Far Cry Primal. Heute jage ich ein ganzes, beziehungsweise mehrere ganze Wolfsrudel, wie es ausschaut, oder deren Anführer. Mal schauen. Und zwar Schneeblut-Wolf-Jagd. Bezwinge die drei Schneeblut-Wolfsrudel, die Orus heimsuchen. Jagdschwierigkeit ist sehr schwer. Ich weiß nicht, wie schwer sie sein soll, also ich kann mir jetzt nichts Schwereres vorstellen als den Bären aus den letzten beiden Videos, aber ich lasse mich überraschen. Ich rate jetzt eben schnell dahin, na gut, es ist noch ein bisschen bis dahin, wirklich, da muss man noch ein bisschen reiten. Aber das Gute ist, es ist tagsüber, ich bin wirklich, ach Leute, ich bin wirklich gerade nachts hier hin, mit dem will ich nicht kämpfen. Ich bin nachts hier hingereist. Es sind so viele Tiere nachts unterwegs, die einen jagen wollen. Also die gerade auf die Jagd sind, auf der Suche nach Nahrung. Das ist unfassbar. Also so viele Raubtiere. So, einen Moment. Das hier nehme ich mal mit. Diese roten Blätter braucht man, falls das eigene Raubtier stirbt, dass man es wiederbeleben kann. So, da sind schon wieder diese Ureinwohner oder was? Ah, ne. Da sind Freunde zum Glück. Sehr, sehr, sehr viele nervige Stämme hier, die einen ständig angreifen. Warum auch immer. Wow. Okay, der kann einen angreifen. Ich glaube, der greift aber die anderen da. Das ist mir egal. So. Will ich mal hier diesen roten Blatt wieder. Es geht gleich schnell zu den Wölfen. Ich will nur ein paar. Ach so, ja, vielleicht noch wichtig zu sagen. Ich habe eine neue Waffe. Und zwar eine Steinschleuder. Ist vor allem dazu gedacht, um Leute so abzulenken, also quasi Steinchen werfen, so. Aber es heißt, man kann mit der Steinschleuder auch Gegner verletzen und nicht nur. Das heißt, wer weiß, vielleicht werde ich gegen den einen oder den anderen Wolf die Steinschleuder noch einsetzen können. Ansonsten sind die Waffen die gleichen. Naja gut, ich kann jetzt mehr Pfeile haben, also auf einmal, das Ganze hat sich verbessert. Ich kann jetzt so an die 30 Pfeile haben, aber für die brauche ich natürlich auch entsprechend Holz. Genügend Holz. Ich schaue jetzt mal, wie viele ich erstmal baue. Also ich habe auf jeden Fall 3 Speere dabei. Und ja gut, okay, perfekt. Über 30 Pfeile. Und dann nehme ich hier nochmal was mit, damit ich auch genug habe, um neue nachzubauen. Was haben wir hier? Was ist das? Grünblatt, ne? Ist auch nicht schlecht. So, 400 Meter noch. Oh, da sind die gefährlichsten Tiere. Die Nashörner. Sehr gefährliches Zeug. Also, wenn sie einen angreifen, dann ist es nicht schön. So, Freunde. Freunde, perfekt. So, wo ist mein Tierchen? Komm her. Ach so, und ich überlege mir dann doch ein großes Tier mit auf die Jagd zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier der Diego sein wird. Oder Winnie aus der letzten Folge, also der Bär. Vielleicht nehme ich Winnie mit, ich weiß es nicht. Der sieht schon ziemlich krass aus. Das Blöde ist, ich kann Winnie nicht reiten, ich weiß nicht wieso. Ich habe schon geschaut, das liegt nicht an meinem Perk, denn Fähigkeiten hier. Ich habe einen entsprechenden Perk und zwar reite mehr Bestien. Säbelzahntiger, Blutfang-Säbelzahn und Braunbär. Also ich sollte eigentlich Braunbär reiten können und Winnie ist doch so eine Art Braunbär. Vielleicht ist er zu groß sogar für einen Braunbär, ich weiß es nicht. Aber ich kann auch Mammuts reiten, aber nicht meinen Winnie. Wieso? Ich checke es nicht. So, egal. Ich bin hier fast im Jagdgebiet anscheinend. So, kann ich hier irgendwie runter, ohne dass mein Tier sich ein Bein bricht? Perfekt. Da ist ein Wolf, der anscheinend seine Beute gejagt hat. Ich lasse den mal in Ruhe, es sei denn, der greift mich an. Hey, Junge. Gehst du mal? Ja, der hat Angst. Tja, lächerlich. So, in der Nähe befindet sich eine Bestienmeisterjagd. Mhm. Sprich mit dem Jäger. Ach, ich soll erstmal mit dem Jäger sprechen. Ja, es wird wohl nichts mit dem sprechen. Der Jäger scheint nicht mehr so gesprächig zu sein. Untersuchen. Wo
Wolfsrudel. Oh, das sind die. Töte schnell. Ey, aber du, Junge, du bist doch kein weißer Wolf. Kein Schnee. So, wo ist mein. Okay, das war gut reagiert, aber wo ist jetzt mein Tier? So, mach mal. Diego, machst du mal? So, okay. Perfekt. Na ja, gut. Zwei Wölfe sind natürlich kein Problem. Ich glaube, die weißen Wölfe sind ein Problem. Die sind wahrscheinlich stärker. Das sind ja die normalen. Einen einfach mal so mit dem Speer erledigt. Okay, also nutze die Hinweise, um die drei Schneeblut-Leitwölfe aufzuspüren. Das heißt, ich muss keine ganzen Rudel jetzt ausrotten. Ich muss nur drei Wolfsanführer umbringen. Achso, nee, Moment. Hier nehme ich jetzt vielleicht doch ein bisschen Fleisch mit. Falls mein Tier sich... Achso, und da war, glaube ich, noch Rotblatt, oder? Nee, Rotblatt leider nicht. Oder nee, doch. Wow. Brauche ich die ja nicht zusammen. Jetzt habe ich genug. Perfekt. Also ich bin super ausgerüstet für die Jagd. Nicht mehr so wie das bei den Bären der Fall war. Ich hatte da ja nicht mal Rotblatt, um meine Tiere wieder zu beleben. Jetzt bin ich erstmal voll. Also kann ja nichts schief laufen, ne? Ich habe wieder meine besten Waffen dabei, wie man sieht. Die Keule übrigens, das hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben. Die kann man werfen, hier. Boom, wusste ich gar nicht. Und man muss sich überlegen, ich habe ja verschiedene Keulen. Hier zum Beispiel, hier. Ja, von allen drei. Also das heißt, ich habe jetzt allein hier 9 Waffen. Jede von denen kann ich werfen. Das heißt, ich habe viel mehr Distanzwaffen, als ich dachte. Ich hätte also mit dem Bär in der letzten Folge nicht Mann gegen Mann in Nahdistanz kämpfen müssen. Ich hätte einfach die Keule werfen können. So, aber ich mache jetzt Folgendes. Pass auf. Diego geht jetzt nach Hause. Und ich hole Winnie. Winnie, Junge, komm. Komm her. Da kommt er. Also mit so einem Tier habe ich wirklich gar keine Angst. Ich nehme ihn aber jetzt mit, weil ich ja in den letzten beiden Folgen die Gefahr unterschätzt habe und dann sehr oft dran glauben musste. So, wie komme ich denn jetzt runter? Deswegen nehme ich jetzt... Ach so, hier. Deswegen nehme ich jetzt mein richtiges Tier mit, was mir auch richtig helfen kann. Vielleicht bin ich mit ihm auch overpowered, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, die letzte Jagd hat mir gezeigt, dass ich gar nicht so overpowered bin. Da wusste ich noch nicht diese Sache mit dem Keulenwerfen. Da sind ja noch mal mehrere Waffen dazu. Okay, hier sind Hunde, ganze Rudel. Brauche ich jetzt aber nicht. Wir jagen hier einfach. Aha. Aber das sind doch keine Wolfsspuren. Wie groß ist denn dieser Wolf? Doch Bär. Doch Bärenpfoten, die da diese Spuren hinterlassen haben. Okay, die Wölfe haben einen Braunbär erlegt, ja. Winnie, bitte guck gar nicht hin. Wobei, guckt euch Winnie an, das ist doch kein Bär, der Angst hat. Hier, da stecken noch Pfeile in ihn, also das ist ein krasses Tier. Er kennt keine Schmerzen. Schneeblutwolf zerrt Bär an Kehle zu Boden. Blutspuren gehen zu Fischerteich. Also dahin. Ja, da sehe ich schon die Blutspuren. Ah ja, hier. Oh, okay, das, doch, das sieht schon nach Wolfspfoten aus. Aber das sind Riesenwölfe. Schaut euch diese Spuren an. Normalerweise sind Wölfe nicht so groß. Okay, das sieht geil aus. Ist sogar was zu holen, aber komme ich da wieder raus? Das ist die Frage. Na, ah, da ist was. Nee, ich habe ein bisschen Angst. Also ich sehe jetzt nicht die Möglichkeit, wie man da rauskommen soll. Nee. Das lasse ich jetzt mal lieber. Was ist das denn? Das ist mein Bär, okay. Der macht Geräusche, man, der hat mich selbst erschreckt. Okay, und da ist schon wieder ein Opfer. Und da läuft schon sogar ein Wolf. Aber wieder braun. Das sind nicht die Wölfe, die ich hier jage. Nicht, dass diese Nasshörner mir und meinem Tier gleich noch zu Verhängnis werden. So, okay, Wölfi, also ich habe kein Problem mit dir, ja? Wenn du jetzt wegrennst, bleibt alles, wie es ist. Fischerwasser.
Was ist das da? Oh Mann, das ist ein scheiß Krokodil. Also man soll da jetzt nicht in die Nähe kommen. Was passiert, wenn ich zu nah komme? Das wird mich angreifen, oder? Ich habe schon gesehen, wie so ein Krokodil andere Tiere angegriffen hat. Das war nicht schön. Ich. Oh nein. Rama. Oh Mann. Was ist das? Nein. Ich drücke doch schnell A. Junge, du ich doch. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich hoffe, mein Bär überlebt es. Habt ihr das gerade gesehen? Mein Bär hat im Alleingang ein Nashorn erlegt. Okay, da kommt noch ein Bär. Mann, geh weg. Also vor Bären habe ich Angst, denn schaut mal, wozu die fähig sind. Das ist ein Nashorn, verdammt nochmal. Das ist das ist eine Bestie. Und ich nehme jetzt sein Fleisch und seine Haut und sehr viel Tierfett. Wow, Winnie, du bist eine Meisterbestie. Okay, komm, ich gebe dir mal Fleisch. Uhara. Uhara. Ah, noch nicht ganz hier nochmal. Ja. Erstmal. Du hast mein Leben gerettet. Okay, wo ist dieses scheiß Krokodil? Der hat mich fast gefressen. Ich musste noch nie so schnell A drücken. Und da ist einer tot? Moment. Also habe ich einen getötet? Oder war das Winnie schon wieder? Ich nehme auf jeden Fall seine Haut. Das ist sehr krass. Zum ersten Mal nehme ich Krokodilhaut. Okay, das dauert ein bisschen. Fleisch, Knochen und... Aha. Oh, Scheiße, was ist denn das denn für ein fliegender... Okay, das ist ein Bug anscheinend. Da ist ein fliegender Fisch mit großen Zähnen. Das erledigen wir mal schnell. Okay. Ich glaube, der hätte nicht fliegen sollen. Okay, irgendwie ist meine Jagd so ein bisschen zu was anderem geworden. Und zwar, das ist keine Wolfsjagd mehr. Okay, da kommt dieser Bär. Okay, komm, nimm ihn. Erschrecken wenigstens, dass der wegrennt. Okay, Winnie ist eindeutig größer als ein Braunbär. Braunbär, jetzt sehe ich den Unterschied. Ich glaube, deswegen kann ich ihn nicht reiten. Das kommt mir jetzt wirklich einfach viel zu mächtig vor. Ne? Okay, also hier ein weiteres Opfer, das ich untersuchen soll. Wie ist es geschehen? Anscheinend war diese Person hier Wasser holen. Und dann wurde sie von Wölfen angegriffen. Schneeblut kommt, Fischer rennen. Wolfsspuren gehen nach hinten. Achso, das war einfach ein Fischer, der war hier fischen. Mhm. So, okay, es ist richtig Blut im Wasser. Ein Krokodil lebt da noch. Aber den lasse ich jetzt in Ruhe. Also dieser Krokodilangriff war gerade wirklich böse. Sehr, sehr böse. So. Ja, gerne würde ich ihn jetzt reiten. Er ist schneller unterwegs, aber leider geht es nicht. Okay, aha, jetzt sind es schon zwei, alles klar. Zwei Wolfsanführer. Beziehungsweise sind einfach nur zwei Spuren, die ich untersuchen soll. So, ja. Eine kleine Brücke, wa? Die hier von den Ureinwohnern gebaut wurde. Interessant. Okay, Wolfsspuren und wieder. Ach, die haben hier Fische vernascht. Ja, immerhin keine Menschen. Geruch vom Fang der Fische lockt in Schneeblut an. Riss Fisch, dann folgt Fluss. Mann. Okay, das ist nicht gut. Ich muss Winnie helfen, diese beiden Tiere zu besiegen. Winnie kämpft. Ach so, ist schon erledigt?
Mann, was ist das für eine Gegend? Okay, wie groß mein Bär ist. Das ist krass. So ein Braunbär ist ja nur halb so groß. Ja, das tut mir leid, dass ich hier die Tiere ausrotten muss. Aber entweder ich oder die und deswegen mache ich es auf die Weise. Aber alles hier wird verwendet. Ich werde deren Fleisch verwenden, ich werde deren Haut verwenden und mir was daraus bauen. Nichts hier steht umsonst. Und es sind ja nur Einsen und Nullen. Nur Einsen und Nullen. Ja, was hat mich hier noch angegriffen? Das da, Sibbelzahntiger. Oh, Diego würde das jetzt nicht gut finden, was ich hier gemacht habe. Komm schon wieder, Bärenmann, was ist das für eine Gegend? Ich will weg hier. Und da ist ein rotes Blatt, aber da rennt irgendwas. Irgendein Tier. Da! Das ist ein Berglöwe. Ich hoffe, ein Pfeil reicht ihn, um Angst vor mir zu haben, aber ich weiß es nicht. Kann sein, dass er gleich wieder zurückkommt. Ich will ihn jetzt nicht... Okay, was kommt da? Was kommt da? Was kommt da? Oh mein Gott! Oh! Also ich weiß nicht. Die Wölfe sind wirklich nicht das Problem hier in der Gegend. Warum soll ich Wölfe jagen? Wenn hier alles andere das Problem ist, aber nicht die Wölfe. Wie viele von diesen Nashornen mich schon angegriffen haben? Da ist ja noch einer. Okay, ich soll einfach versuchen, denen nicht in die Quere zu laufen. Ja, hier, ein bisschen Toshi. Gutes Tier. So. Ich versuche jetzt mal an den Tieren da vorbeizulaufen, damit sie mich in Ruhe lassen. Wir müssen eh hier hin. Okay. Als letztes noch dieses rote Blatt. Weil hier ist natürlich lauter gutes Zeug. Hier brauche ich für meine Pfeile und Speere. Das dann nehmen wir noch mit und dann geht's weiter. Ja. Weil genau in dem Moment, in dem man sie, das Ganze braucht, fehlt es. Aber jetzt, wo ich die Gelegenheit dazu habe, nehme ich es mal mit. So, hier also eine weitere Stelle. Ein weiterer toter Fisch anscheinend. So, aber wen soll ich untersuchen? Hier. Sonnenwölfe finden vor Schneeblut. Spur teilweise. Und wieder zwei Spuren. Spuren von stehenden Steinen. Rote Sonnenläufer überqueren Fluss. So, haben wir hier was Schönes zu heulen noch. Aha. Okay. Bin eigentlich total voll. Was ist das? Das ist ein grüner Blatt. Lass ich jetzt. So, ich folge jetzt mal der Spur der. Der Spur da. Achso, die sind ja tatsächlich beide hin, wenn ihr. Sehr gut. Jetzt mal zu der hin. Irgendwas will mich da entdecken gerade. Ach so, sind die hier wieder. Okay. Bereit, Winnie. Mach mal deine Arbeit. Das muss jetzt sein, denn sie würden mich sonst angreifen. So. Das sind Stämme. Die greifen einen immer an. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht kann man im Laufe des Spiels irgendwie deren Freund werden, aber die wollen einfach nicht. Die wollen es einfach nicht anders haben. So war sie. Die Urwelt. Crime World. Alles war feindlich. So, nutze die Hinweise, um die Schneeblutleitwölfe aufzuspüren. Immer noch. Okay, also hier soll ich jetzt auf jeden Fall einen Wolf jagen. Denn hier sind schon mal die Fallen. Ich baue mal die da. Aha. Versuchen.
Schneeblut machen Sonnenläufer rennen. Blutfeucht, Wölfe nicht weit von hier. Zerschmettere den Käfig, um die gefangenen Winja zu erreichen. Was? Ich baue erstmal hier diese Pfahle auf. Und jetzt was? Soll ich einen Käfig zerschmettern? Hier oder was? Soll ich einfach dagegen hauen? Okay. So, Junge, du bist frei, würde ich sagen. Und einen hat's erwischt. Okay. Da guck ich leider nicht. Da guck ich lieber nicht hin, sonst wird YouTube dieses Video noch passen. So. Okay. Aber Moment, ich habe doch schon einen Käfig zerschmettert. Was wollen die denn noch von mir? Ist hier noch irgendwo ein Käfig oder was? Oder soll ich den weiter zerschmettern? Soll ich mit ihm reden? Ach so, los bin ich. Lege Fallen oder suche nach dem Leitwolf des Schneeblutrudels. Ich werde natürlich Fallen legen, denn wir wissen, gegen diese Tiere ohne Fallen zu kämpfen ist Selbstmord. Sogar mit Winnie. Und diese Tiere sind stärker. Ich glaube, die werden Winnie sogar besiegen können. So, ein Glück, dass es nicht nachts ist. Denn nachts wäre es hier jetzt sehr unangenehm. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Komm her. Es, was? Junge! Wieso geschieht mir sowas? Das gibt's doch gar nicht. Die haben mich fast. Komm, Falle. Okay, jetzt hat mich tatsächlich im letzten Moment Winnie gerettet. So, die hier kommen jetzt in die Fallen. Da ist noch einer. Nein. Nein. Komm, 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 komm. Nein. Oh, Mann. So. Was soll ich sagen? Das war gerade ein Fiasko auf jeden Fall. Aber nicht schlimm. Mein Fehler war vielleicht, den Bogen zu benutzen. Vielleicht sollte ich mehr auf die Sperre greifen. Die machen mehr Schaden. Und zweitens, also ich bin hier ganz in der Nähe. Ich habe hier eine Speicherstelle gefunden. Alles gut. Ich gehe jetzt hier auf den Rudelführer hier. Es ist gut. Es ist nicht Nacht auf jeden Fall. Denn nachts sind sie viel blutrünstiger. Aber es ist wieder hell. Beziehungsweise, was sage ich? Es war ja gerade hell, ja, aber dann wurde kurz Nacht, als ich dieses Lager hier eingenommen wurde, habe. Also diese Speicherstelle hier. Und jetzt ist zum Glück wieder Tag. So, hier muss ich entlang. Denn nachts wäre das jetzt wirklich noch schwerer, noch schwerer. Ja, was hat mich überrascht? Mir hat überrascht, dass die Wölfe so viel Schaden machen, erstens. Zweitens, diese Quicktime-Events, die man machen muss, das war auch unerwartet. Das heißt, wie gesagt, jetzt vielleicht mehr die Sperre nutzen, sogar brennende Sperre. Oder Pfeile, aber dann zumindest brennende Pfeile. Ich würde sagen, gegen die normalen Wölfe werde ich jetzt brennende Pfeile nutzen. Und wenn ich dann diesen weißen Rudelanführer sehe, ist er hier schon irgendwo in der Nähe, dann werde ich einen Speer benutzen. Oh nee, ihr schon wieder, seid ihr dumm oder so, Mann, ich jage hier Wölfe. So, ich werde die jetzt gar nicht beachten, die sind mir egal. Okay, der Wolf. Die Wölfe sind in der Nähe. Ja, ich sage das so, aber werde ich das jetzt so trennen können? Also die Wölfe, ob die jetzt weiß oder grau sind und meine Waffen entsprechend wechseln können, das ist die Frage. Oder werde ich gleich voller Panik einfach nur alle mit Sperren abwerfen? So, da ist eine Falle, die ich werde jetzt aufbauen. Die werde ich ganz, ganz, ganz schnell mal aufbauen. Okay, die Musik geht schon los, die sind hier. Die sind auf jeden Fall hier. Scheiße. Okay. Schuss daneben. Nee, 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 Mann. Ja, seht ihr? Also in der Panik mache ich schon irgendwelchen
Nein, das gibt's doch gar nicht. Ja. Super, ich habe den weißen Wolf getroffen. Der brennt, man sieht es. So, ich mache jetzt mal. So, ich klicke alles Mögliche. So, Moment, jetzt muss ich das schlau machen. Erstens mich selber verbrennen. Zweitens, Winnie, dir geht's gut, perfekt. Jetzt muss ich den Überblick behalten. So, da muss ich jetzt eine Falle aufbauen. Aber wisst ihr was? Gleich in, genau in dem Moment, in dem ich jetzt dahin laufe, wird der Wolf bestimmt kommen. Vor allem hier kann ich jetzt nicht durch, weil es alles brennt. Aber auch der Wolf kann nicht durch. Vielleicht ist es sogar gut. Winnie, wir warten. Wir warten. So, okay, hat es jetzt aufgehört zu brennen hier. Perfekt. Und schnell die Falle bauen. Hup, 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 hup. Und die Falle geht gar nichts. Sehr gut. Da sehen Sie schon. Da läuft einer. Aha. Gut, dann baue ich jetzt da schnell. Was bist du denn? Es steht, dass es ein Feind ist, aber der hat... Okay, da, der weiße Wolf wieder. Ah, Mann, die bewegen sich so schnell. Aber wenn er brennt, rennt er weg. Okay, alles gut. Nee, der rennt nicht weg. Nein, warum treffe ich den nicht? Bini, hilf mir. Sehr gut. Ja. Aus 2 Meter Distanz habe ich ihn getroffen. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Ne, Winnie hat ihn. Ich habe doch gesagt, dieser Bär ist overpowered. Das heißt, einen Rudenanführer haben wir. Und das heißt, nutze die Hinweise, um die nächsten beiden Schneeblut-Leitwölfe aufzufinden. So, Moment. Ich schau mal jetzt mal hier meine Beute an. Überall Wölfe. Man hört sie überall. Nein. 2 weitere Schneeblutwölfe zurück zur Spursuche. So, Moment. Das muss ich mir schnell anschauen, wenn es aufhört zu brennen hier. Von ihm bekomme ich ja diese... Von diesen Wölfen bekomme ich ja diese seltenen Felle. Die weißen Felle. So, Winnie, kommst du mal weg hier? Komm hier. Ah, ja. Ich gebe dir mal Fleisch. Oh, schön. Sehr schön, sehr hübsch. So, und jetzt komm her, bitte. Komm bitte her. So. Das ist so der Rudelführer. Nehmen wir mal sein Fell, Fleisch, Tierfett und seltenes Weißwollfell. So, okay. Einen Rudelanführer habe ich erwischt. Die anderen beiden jage ich dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.